Hallo Internet, hier ist wieder Bacon-Tag für euch und willkommen zu meinem neuesten Unboxing. Ich habe mir mal was gegönnt, ihr könnt es der Videobeschreibung und des Titelbilds schon entnehmen. Es geht um die Kingdom Hearts 0.2 A Fragmentary Passage Burst by Sleep, ich glaube ich habe den Namen falsch gesagt, Aqua Play Arts Kai Figur, ja. Diese Figur ist eine sehr schöne Figur und Aqua ist ja sowieso für alle Kingdom Hearts Fans so ziemlich da draußen die Best Waifu. Und ich habe mir gedacht, hey, jetzt wo Kingdom Hearts sich irgendwie so zum Hauptthema meines Kanals entwickelt hat, obwohl das nie geplant war, kann ich mir auch noch mehr Kingdom Hearts Merchandise anschaffen, denn ich liebe trotzdem, trotz allem, trotz Nomuras Bullshit, liebe ich Kingdom Hearts. Und die Figur ist echt rar, die ist super selten, weil die gab es, glaube ich, nur in einer Auflage 2007 zum Release von eben der glorifizierten Tech-Demo namens Kingdom Hearts Burst by Sleep. Kingdom Hearts 0.2 Burst by Sleep, A Fragmentary Passage. Kingdom Hearts hat auch die seltsamsten und längsten Namen von Spielen. Kam die nur einmal raus und ihr findet diese Figur nicht mehr. Ihr könnt die eigentlich nicht mehr kaufen. Ihr findet die nur noch auf eBay zu abstrusen, lächerlichen Resellerpreisen, egal ob die neu ist oder gebraucht. Ist doch lächerlich, oder? Wenn ihr sie ganz neu habt, dann ist sie, glaube ich, noch astronomisch teurer. Und ja, ich habe in den sauren Apfel gebissen und habe mir die von eBay geholt. Aber ich finde diese Figur wirklich cool und Aqua gehört zu meinen absoluten Lieblingscharakteren in Kingdom Hearts. Und ich wollte die einfach unbedingt haben. Es ist wie es ist. Und ich werde jetzt schauen, ob ich das bereue oder ob ich das nicht bereue, indem ich das gemeinsam mit euch auspacke. Besonders bei den Playarts ist, dass die hier vorne so ein aufklappbares Bild haben. Ne? Da kann man also so ein Schaufenster. Kann man quasi reingucken in die Figur. Und kann sehen, dass da halt Aqua schon drin ist. Und sie hat nicht nur ihr normales Anfangsschlüsselschwert, sie hat auch das Schlüsselschwert von Meister Arrakis, beziehungsweise das Schlüsselschwert von Brain, wie wir ja mittlerweile aus Union Cross wissen. Und ich packe die jetzt einfach mal aus. Der hat gesagt, die wäre neu OVP. Ist sie wirklich OVP? Also hier wurde auf jeden Fall der Kleber noch nicht geöffnet. Und hier unten auch nicht. Also ich glaube tatsächlich, der Typ auf eBay hat mich nicht beschissen, denn es sieht so aus, als wäre sie wirklich noch versiegelt. Der Kleber, der Klebestreifen wäre nicht, sieht so aus, als wäre er nicht auf, ja? Und jetzt brauche ich meine Schere. Ich glaube natürlich, bin natürlich wie immer nicht vorbereitet auf das, was hier passiert. Jetzt werde ich tatsächlich dieses Siegel brechen. Ah! Ich hätte fast erwartet, dass jetzt irgendwie wie bei Indiana Jones aus der Bundeslade irgendwelche Geister her, oder Herzlose in dem Fall, rausgeschwebt kommen. Aber nein, alles gut. Ich versuche hier vorsichtig den Karton zu öffnen. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, wer aus dem Burst by Sleep Trio euer Lieblingscharakter ist und warum. Ich glaube, bei den meisten wird es Aqua sein oder Ventus. So gut wie niemand mag Terra, habe ich mir sagen lassen. Wobei, ich finde Terra eigentlich in Ordnung. Ja, ich habe gar nichts gegen Terra. So, ich ziehe die jetzt hier raus und ich muss aufpassen, hier hinten. Ah, okay. Hier hinten ist nämlich auf jeden Fall noch dieser Ständer dabei. Ständer. Ja. Hier sind Schrauben und Muttern. Muttern und Schrauben. Schrauben und Muttern und Schrauben sind hier drin. Also ich habe nicht damit gerechnet, dass ich diese Figur zusammenschrauben muss. Ich habe jetzt ein bisschen Angst. Ah, okay, nein. Hier hinten drinnen, das hat sich einfach nur schon so ein bisschen gelöst. Es ist diese Plattform, die man auch zusammenbauen kann, der Ständer für die Figur. In der Regel sind die Playarts Kai-Figuren aber so gut von alleine standfähig, dass man das oft gar nicht braucht. Aber es ist halt trotzdem immer mit dabei. Und hier haben wir jetzt halt eingeschweißt in Plastik Aqua. Hinten seht ihr nichts.
ist einfach nur Aqua hier drin. Und jetzt muss ich nur... Ah, okay. Hier ist so eine Schale, die muss man rausheben. Vorsichtig sein. Hört sich immer an, wenn man so eine Figur aus dem Plastik löst, als würden dicke Kinder in eine Hüpfburg springen. Oder als würde ich alleine in eine Hüpfburg springen. So. Ah, isn't that nice? So, hier ist Aqua. Und dabei hat sie natürlich zwei Schlüsselschwerter und sie hat auch diverse Hände. Wodurch sie das Schwert halt entsprechend halten kann. Und sie jetzt hier raus. Und das ist wirklich eine schöne Figur. Oh ja. Die Player Sky Figuren sind die, wenn es nicht jetzt wirklich Statuen sind oder so, die hochwertigsten Figuren, die Square Enix hat. Also die hochwertigsten Actionfiguren auf jeden Fall, die Square Enix hat. Und das Schöne ist, ich zeige euch das gleich, sie ist auf jeden Fall voll beweglich und ihr Rock, nenne ich das mal, der ist entsprechend auch so aus weichem Plastik. Es ist nicht Gummi, es fühlt sich ein bisschen an wie Gummi, aber es ist eher so weicheres Plastik und dementsprechend lässt sich das auch so ein bisschen bewegen zumindest. Und das ist ziemlich cool. Jetzt für euch hier den Close-Up. Aqua. Und wie gesagt, man kann sich voll bewegen. Daran merkt man auch gute Actionfiguren, wenn man den Arm bewegt und er snappt direkt so in bestimmte Positionen. Merkt er das? Seht er das? Daran erkennt ihr übrigens hochwertige Actionfiguren. Also sind gute Gelenke verbaut. Und ihr habt auch wirklich mehrere Stufen, wie ihr die entsprechend arretieren könnt. Und mir fällt es tatsächlich auf, dass hier an ihren, ich nenne es mal Gürtelschnallen, die sie da über ihrem Brustkorb hat, das nicht ganz so sauber bemalt ist. Und hier unten ist mir aufgefallen, dass an dem einen Bein die Strumpfhose, das ist so ein ganz kleiner Klecks, ja. So ein ganz kleiner schwarzer Klecks. Ich weiß nicht, ob ihr den seht. Eigentlich nicht weiter wild, aber für den Preis, den man für solch eine Figur bezahlt, hat man dann vielleicht auch schon den Anspruch, dass die wirklich perfekt ist. Ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal versuchen, ihr das Schlüsselschwert in die Hand zu geben. Wie gesagt, wir haben hier einmal, ich weiß gar nicht, wie das heißt, irgendwas mit Regen war der Name des Schlüsselschwerts. Falls ihr den Namen wisst, schreibt mir den mal unten in die Kommentare. Ihr Standardschlüsselschwert, mit dem sie in Burst by Sleep anfängt. Das ist kürzer. Sie kriegt ja später noch eine Upgrade-Version von diesem Schwert. Das ist aber das Anfangsschlüsselschwert, was sie hat. Und das finde ich tatsächlich noch viel cooler, das Schlüsselschwert von Arrakas, beziehungsweise wie wir jetzt wissen, Brain aus Kingdom Hearts, was neben dem Schlüsselschwert No Name vom Meister der Meister das älteste Schlüsselschwert in der Lore von Kingdom Hearts ist. Und am Anfang, muss ich ganz ehrlich sagen, ich konnte mich nicht so sehr mit dem Design von diesem Schlüsselschwert anfreunden. Aber je mehr Lore wir zu diesem Schlüsselschwert bekommen haben, desto cooler finde ich es einfach. So, und jetzt geht's schon wieder los mit dem Ärger. Ich versuche jetzt eigentlich nur, in diese Extra-Hand von Aqua, dieser hier, ja, in diese Extra-Hand, versuche ich eigentlich nur, ihr dieses Schlüsselschwert zu geben, ja. Und, man merkt schon, das ist sehr eng und man müsste jetzt hier viel Gewalt anwenden, um das da überhaupt reinzukriegen. Das passt nicht. Und es gibt da einen Trick. Bitte macht das nicht mit Gewalt, wenn ihr solche Figuren habt. Ich zeige euch jetzt den unfassbaren, den unglaublichen Profitrick. Macht das nicht mit Gewalt, nimmt einen Föhn, ja, und macht einfach ein paar Minütchen, ein, zwei,
mit heißer Luft diese Hände warm, dann werden die biegsam. Bitte macht nicht den Fehler, mit Gewalt diese Hände zu entfernen oder diese Hände kaputt zu spielen. Falls ihr keinen Föhn zu Hause habt, es soll tatsächlich Leute geben, die keinen Föhn zu Hause haben, dann nehmt ihr einfach einen Gefrierbeutel, packt die Hand da rein und lasst über diesen Gefrierbeutel mit der Hand drin einfach heißes Wasser drüber laufen, dann wird die auch biegsam. Aber bitte versucht es nicht mit Gewalt. Stoppt die verdammte Gewalt! Sag ich das jetzt? Jetzt sind nämlich, ich weiß nicht, ob meine dicken Finger halten dazwischen, aber jetzt sind die Hände deutlich biegsamer und es ist kein Problem mehr, einfach dieses Schwert in diese Hand einzuführen. Beziehungsweise diese Hand um dieses Schwert zu führen. Das klingt komisch, so wie ich das gerade gesagt habe. Nein, ich möchte keine Schlüsselschwerter in irgendwas einführen. So, und schon ist die Hand an dem Schlüsselschwert. Und da seht ihr, sitzt, wackelt und hat Luft. Aqua, ja, mit ihrem Schlüsselschwert, ja, in der Hand, passt. Eine sehr, 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 sehr schöne Figur, kann man nicht anders sagen. Ich überlege mir, ob ich noch mir den Standfuß zusammenbaue oder nicht, weil tatsächlich steht die Figur von alleine, aber ich finde so eine Battle-Pose von ihr, finde ich vielleicht sogar cooler, als wenn sie einfach nur so im Regal oder in der Vitrine steht. Ich mache euch gleich noch ein paar Nahaufnahmen von dieser Figur, damit ihr euch das noch von nahem anschauen könnt. Und bleibt unbedingt dran, denn ich habe gleich noch eine kleine Ankündigung zu machen. So, ich finde, das ist eine wirklich schicke Figur, darf in der Sammlung eines echten Kingdom Hearts Fans auf gar keinen Fall fehlen. Und ihr habt jetzt vielleicht Bock auch, so eine Figur zu haben und schaut enttäuscht auf eBay und denkt euch so, verdammt nochmal, die Preise sind ja astronomisch, wer soll sich das leisten können? Und wisst ihr was? Das habe ich mir auch gedacht. Aber wir haben ja vor kurzem gemeinsam hier auf YouTube die 10.000 Abos geknackt. Ich habe jetzt über 10.000 Abonnenten auf YouTube und dafür bin ich natürlich jedem Einzelnen und jeder Einzelnen von euch sehr, 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 sehr dankbar. Und weil ich ein echter Gönner bin und ich euch was für die 10.000 Abos zurückgeben möchte, habe ich mir gedacht, ach komm, eine Figur kaufen kann ja jeder. Warum machst du nicht zwei draus, bestellst noch eine und verlost die einfach an deine YouTube- bzw. Twitch-Community. Diese zweite PlayArts Kai Aqua-Figur, die überall vergriffen ist und die ihr nicht mehr zu normalen Preisen bekommt, könnt ihr in Kürze bei mir auf Twitch im Livestream gewinnen. Was ihr dafür tun müsst und wann es soweit ist, das gebe ich sehr bald bekannt. Spitzt die Ohren, abonniert mich auf jeden Fall überall auf den Social-Media-Kanälen, kommt auf meinen Discord, ganz wichtig, dann verpasst ihr keine Info. Bald gibt es Gewinne, Gewinne, Gewinne und vielleicht ist Aqua dann ja sogar schon bei euch zu Hause. My turn! That's the way!